Frau Vorsitzende Harms. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, für meine Fraktion, was auch immer zurzeit diskutiert wird, ist die Europäische Union mit ihren Errungenschaften und mit ihren Schwächen, die wir immer besser kennenlernen, die Antwort auf Nationalismus. Und weil wir in der Europäischen Union gelernt haben, in 60 Jahren, dass wir unsere Interessen gemeinsam besser wahrnehmen können und dass wir unsere Werte gemeinsam besser verteidigen können, ist eben diese Europäische Union für uns auch die Antwort in den zugegeben verunsichernden Zeiten der Globalisierung. Ich weiß, warum die Sehnsucht bei Frau Mogherini und anderen nach mehr Kompetenzen in Brüssel, warum die groß ist, aber alles hat seine Zeit. Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht zuerst institutionelle Veränderungen diskutieren müssen, sondern dass wir heute Vertrauen in die Europäische Union und unsere Politik zurückgewinnen müssen durch ganz konkretes Handeln. Vertrauen müssen wir gewinnen, nicht nur in die Europäische Union, sondern in die europäische, die offene, die plurale, die liberale Gesellschaft. Denn genau das steht ganz grundsätzlich durch viele Entwicklungen der letzten Jahre unter Druck. Wo wollen die Grünen? Wo wollen wir Handlungen sehen, damit Bürger Vertrauen haben können, neu Vertrauen haben können in den gemeinsamen europäischen Weg? Wir haben im letzten Jahr gesehen, wie sich, weil ein kleiner Teil der Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, sich zu uns durchgeschlagen haben. Wir haben gesehen, was das eigentlich ist, dieses globale Problem Flucht, obwohl es nur in homöopathischen Dosen ja bis zu uns durchgedrungen ist. Seither streiten wir in der Europäischen Union. Die Polarisierung der EU, der Politik der EU wird an diesem Thema stärker. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich weiter mit meiner Fraktion davon überzeugt bin, dass die EU-Staaten ihren internationalen Pflichten, Flüchtlinge aufzunehmen, besser gerecht werden können und auch müssen. Aber der Blick nach Afrika oder auch nach Syrien und wenn ich beten würde, ich würde beten, dass der Waffenstillstand hält. Ja? Der Blick über unsere Grenzen nach Süden, der zeigt uns doch, dass wir auch außerhalb der Europäischen Union viel mehr und zuverlässiger tun müssen. Und wenn das Fazit des letzten Jahres wieder nur Verdrängung heißt, wenn es wieder kein besseres Konzept für Politik für Afrika gibt, wenn wir kein funktionierendes Asyl und erst recht kein Einwanderungsrecht bekommen, dann werden die Probleme, die wir kennengelernt haben im letzten Jahr, dann werden die in absehbarer Zeit zurückkehren und ich fürchte, dann mit größerer Wucht. Meine Damen und Herren, über Solidarität in der EU ist heute viel gesagt worden. Und ich glaube, dass solidarische Antworten auf das Unglück der anderen, wie wir sie seit dem letzten Jahr vermehrt suchen, dass die schwerer sind, wenn die Europäische Union nach innen nicht solidarisch ist. Das Wohlstandsgefälle in der EU, ein extremes Stadt-Land-Gefälle, das Gefühl, dass man Banken rettet, aber dass unsere Schulen und Krankenhäuser in weiten Teilen der EU einfach verkommen, dass unsere Grenzen nicht funktionieren, Terror. Es gibt so viele Quellen für Verunsicherung, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und ich sage das jetzt mal in Richtung Bratislava und Gipfel. Das können wir nicht alleine schaffen. Wir dürfen uns mit unseren Antworten auch nicht vormachen, dass das ohne das Mittun der Regierungen in den Mitgliedstaaten funktioniert. Der Investitionsplan, Herr Juncker, den Sie angesprochen haben, der ist gut, aber der ist zu knapp. Und für Jugendarbeitslosigkeit, ja, sich zu interessieren, aber dann Interrail-Antworten zu geben, so kann es, Herr Kollege Weber, wirklich nicht gehen, so gut ich Interrail finde. Steuergerechtigkeit zu schaffen und die Schwierigkeiten des Stabilitätspaktes anzugucken im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, darum muss es gehen.
Ich denke, dass eins der großen grünen Zukunftsprojekte die Klimaunion, wenn wir nicht nur schnell Paris ratifizieren, sondern ernst machen mit der Transformation auf Effizienz und auf Erneuerbare setzen, dass wir dann in vielen Ländern eine wirtschaftliche Dynamik in Gang setzen können, die allen nutzen wird. Aber es muss eben auch mal konsequent gedacht werden. Meine Damen und Herren, als Grüne sind wir immer bereit, die großen Errungenschaften der Europäischen Union im Verbraucherschutz, im Umweltschutz, im Naturschutz, selbst inzwischen beim Datenschutz zu verteidigen. Ja? Was wir erwarten, und Herr Juncker, das glaube ich, müssen Sie mit Ihrer Kommission wirklich sehr ernst nehmen, wenn Sie diese Errungenschaften für die Bürger in Verhandlungen Abends, um CETA bitte kommen Sie und zum um Ende. TTIP nicht sehr ernst nehmen, verteidigen und sogar bereit sind, weiterzuentwickeln, dann verlieren Sie an dieser Stelle das Vertrauen der Bürger mehr, als Ihnen lieb sein kann. Vielen Dank. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat jetzt für die AfD-Fraktion Herr Farage.